Hi, Mensch! Was du denn hier, Digga? Was machst du denn da? Wo komm ich denn du her? Mensch! Ich mach die Segel. Willkommen zu Minecraft Jacket Light mit dem Klaas. Sandro baut immer noch an seinem System herum, damit endlich der Stamper funktioniert, oder? Ist ja schon angeschlossen. Ich hab nicht mal die Hälfte an Bestandteilen für das Scheißsystem. Und dann weiß Sandro, ich nicht, wie es mit Strom versorgt wird. Ich lasse jetzt dann muss ich erstmal gucken, wie es funktioniert. Die Aufnahme dauert so lange, bis du fertig bist. Und da fragst du mich morgen nochmal, ja. Das heißt, wenn morgen deine Freundin vorbeikommt, dann bist du immer noch nicht fertig. Ich glaube nicht. Na, fuck. Ich möchte übrigens unseren Schafen danken, dass sie es ermöglicht haben, die Segel dieses Schiffes zu finanzieren. Sie haben zwar dafür gefroren, aber es war eine Notwendigkeit. So, und ich brauche die Dinger. Crafting CPU. Ach, Glowstones. Bitte lass uns Glowstones da. Glowstone haben wir. Wir haben 36 Glowstones. Und zwar bei der. Direkt gegenüber unserer UU-Meta-Verarbeitung. Hast du es gefunden? Ja, 7. 7? Ne, wir haben 3 Stacks oder so. Ja, 7 sind noch in der Kiste hier gewesen. Hä? Wir hatten 3 ganze Stacks. Ich hab die alle gefahren. Ja. Ich hab die alle hergestellt. Also UU-Meta kann man die auch herstellen. Ja. Du mich auch. Leck mich. Mm. Oh, ja. So. Blank. Einmal Segel süß-sauer. Ich hab grad voll Hunger. Das macht sich's besser, wenn ich drüber spreche. Denk an die Arbeit. An die Arbeit? Heyo. Echt jetzt? Wow. Ach ja, ich hab mir überlegt, ob ich, in den Ferien, also in meiner Freizeit wieder, in meiner größeren Auszeit nenne ich es mal, wieder, was heißt wieder, Ferienarbeit machen, Ferienjob. Wo denn? Beim Diener. Und das ist jetzt nicht der Diener aus YouTube. beim Diener, yo. Warum hast du das schon mal, oder was? Pflanzenbaumarkt, oder was? Ja, natürlich. Mein Gott, kommst du lieber zu uns runter. Was gibt's bei euch? Cookies? Habt ihr Kekse? Mein Gott, beim Diener. Warum? Weiß nicht, ob das so geil ist. Es soll nicht geil sein, es soll mir einfach nur Geld aufs Konto geben. Wie hieß... Was? Hä? 1, 2... Assembler Pattern. Oh, Alter. So kapuliert. Okay, passt. 1, 2, 3. Pattern Encoder. Ach. Pattern Encoder. Brauchst du Hilfe? Beim Zusammensetzen des Systems. Ach, brauch ich schon wieder eins von den Dingern. Warte, stimmt das? Ja. Kannst du auch nicht merken, wie das Ding geht. So. Ich frage mich, ob Nils gerade immer noch der Division zockt. Ich denke. So. Wow. Okay, jetzt gehen wir doch die ganzen kleinen Dinge aus. Das darf nicht sein. Du darfst nur mal kurz drüber gucken, ob alles passt. Ob ich alles von hab. So. Wir gehen die Sägen kaputt. Ich komm zu dir. Wo bist du, Fabrik? Was? Ich seh dich. Durch den Boden sehe ich dich. Hier. Hi! Mensch! Wer bist denn du? Hi. Oh. Danke, hat sie aufgehangen. Nein! Ich hab dich gehauen und es hat sich aufgehangen. Ja.
Dafür bin ich zuständig. Okay, du connectest mal neu, ich flieg wieder zurück zum Boot. Du kannst aber in die Holzkiste reingucken. Ich hab schon ein bisschen was gemacht. In die Holzkiste? Welche, rechts oder links? Rechts. Rechts. Alter! 9 HE Heat Vents. ME Assembler oder? Containment Walls. Wozu braucht man die Vents? Da fehlt aber noch ein bisschen was. Wozu braucht man das? Was ist das? Es soll auch so eine Art Lagersystem sein. Okay, sowas wie so mal werden. Lager oder Sortiersystem? Beides. In einem. Du gibst dir quasi ein, du willst das und das haben, dann kriegst du das. Wie geil ist das denn? Und es gibt auch was Tragbares, Wireless. Ich glaube, ich habe gerade einen Tropfen in der Hose bekommen. Du musst nie mehr nach Sachen suchen. Ja, nie mehr. Gibt's einfach einen Sanro stinkt und dann kommt's. Und es gibt auch Crafting-Rezepte. Frag mich später nochmal. Okay. Okay, jetzt ist später. Was gibt's für Crafting-Rezepte? Gut, einmal hier. Ah, dieses Segel. Inzwischen weiß ich auswendig, wie es geht. Wie war das gleich nochmal? Ich hoffe, wir reichen die Materialien. Und wenn nicht, dann muss ich wieder fremde Schafe nackig scheren. Wollen wir jetzt ein modernes Dorf oder mittelalterlich? Die Burg muss ja eigentlich nicht funktionell sein. Es kann ja eigentlich auch ein Museum sein, in dem Sinne. Was? Hast du getrunken? Ja. Wenn nicht, dann solltest du. Aber wir machen hier gerade echt einen Mix. Wir machen echt einen Mix aus Neuzeit und Mittelalter. Mittelalterliches Weil Schiff. Ein Schiff jetzt haben, oder wie? Nein, mittelalterliches Schiff. Mittelalterliche Kathedrale, mittelalterliche Häuser. Neue Fabrik, die Tiere schlachtet automatisch. Hinten noch ein Atomkraftwerk und unser normales Kraftwerk. Passt so nicht ganz. Das Moderne soll uns erhalten und wir bauen das Alte nach. Vom Creeper ganz zu schweigen, der ist ja super modern. Den gab es früher auch schon. Okay. Damals war er gelb. So, das passt. Er wurde von Ureinwohnern angebetet. Also von dir? Ja. Uka Uka. Mukulakuk. So. Ich lauf heute noch nackig rum, du nicht? Ja, einmal im Monat nackig drum tanzen, das muss schon drin sein. Okay, wir finden schwer die Dinger. Jo, ich glaube, das war's für heute. Warum? Nein, ich komm nicht mal drauf. Ist sowieso die letzte Folge. Ich bin jetzt dann fertig mit meinen. Du kannst auch mit mir über Dinge reden. Über wichtige Dinge. Ich rede doch mit dir nicht außerhalb des LPs. Glaubst du, es gibt. Das ist eine wichtige Frage für mich. Glaubst du, es gibt, wenn der 8. Star Wars Teil rauskommt, in 3D, auch wieder diese Stormtrooper-Brillen? Weil ich hätte da gerne einen. Ein Freund von mir fragen, ob ich ihm seine abkaufen kann. Ja, wahrscheinlich für einen doppelten Preis, oder? Nee. Das ist mir schon mal angeboten. Die Frage ist, willst du sie selber haben? Ja. Toll. Dann schlagen wir uns drum, oder was? Du schuldest mir sowieso noch 20 nicht. Euro. Dann zahle ich sie die 20 Euro zurück und dann kann ich sie trotzdem selber. Nein. Die kostet ja eigentlich nur 10 Euro. Das heißt, du machst eigentlich 10 Euro Gewinn. Ist mir egal. Ist mir egal. Schauen wir zusammen den. Der kommt jetzt dann Ende 2016 raus, den Rogue One an. Rogue One? Um was geht's da? Star Wars Rogue One. Hallo, du kennst Disney. Sie haben gesagt, alle 2 Jahre kommt ein neuer Star Wars jetzt. Also jetzt 2017, dann 2019. Soweit planst du schon? Nein.
Aber vielleicht hast du die bis dahin. Aber ich fange gleich an zu weinen. Mit Recht. Ach, so, das passt. Das passt. Rogue One spielt zwischen dem vierten Teil, also dem allererst gedrehten, nee, zwischen dem dritten, dem zuletzt erschienenen, ach, leck mich, kann ich mal. Und dem vierten Teil. Sprich, der Teil, wo Anakin Heinrich PvP, darf ich dir 100 Euro spenden? Was? Warum 100 Euro? Warum? Ja, toll, um Donation-Tracker auszulösen, habe ich auch noch nie gesehen. Aber. Ja, komm. Nein. Hast du hier die immer noch den Mr. Krabs? Ja, natürlich habe ich noch Mr. Krabs drin. Hast du schon mal den Spenden-Button unten gesehen? Nein, aber. Was Kleines. Das muss nicht so viel sein. Ich kaufe mir davon. Eine 5-Euro-Münze. Eine 5-Euro-Münze. Hast du mal eine Mark? Hast du mal eine. Ja, was hältst du eigentlich. Genau, das haben wir auch noch nicht diskutiert. Was hältst du eigentlich von dieser 5-Euro-Münze, die sie jetzt rausgebracht haben? Die Hochglanzversion ist schon komplett verkauft. Ich weiß nicht, wieso, aber. Naja. Na, noch mehr Kleingeld im Geldbeutel, ne? Die ist auch nur zum Sammeln. Finde ich. Ach so. Es werden 250.000 rausgegeben, davon sind. Oder waren es 750? Nee, 250.000. Davon waren 50.000 Hochglanz, glaube ich. 50 oder 100.000 waren Hochglanz. Und die sind schon alle vergriffen. Also die. Das waren die allerersten. Die jetzigen sind nicht mehr auf Hochglanz. Wer will die? Ich nicht. Aber ich finde, sie sieht geil aus. Ich frage mich, warum sie das als kopiersicher betiteln. Wenn das einfach nur ein verkackter Plastikring ist, der da drin ist. Und selbst wenn sie das als kopiersicher, also als fälschungssicher betiteln, glaube ich nicht, dass es das wirklich ist. Weil ein richtiger Fälscher, der schlägt den Plastikring raus und analysiert, was das ist. Und dann war's das. So. Passt das so? Ich mach mal die hier ein bisschen dicker. Nee, sieht kacke aus. Die. Aber das ist doch überall so. Wenn man etwas wirklich will, dann macht man es einfach. Oder setzt sich lang. Weeper fragt, wie viele Folgen das waren. Ich kann mal kurz nachschauen. Ich schau mal kurz auf die Aufnahmeplatte. Warte, Aufnahmeplatte hier. Das waren frische. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Folgen. Die siebte ist gerade noch in der Aufnahme. Also eine ganze Woche haben wir gerade aufgenommen. Ja, das mache ich. Ja, das passt. Warte? Nee. Wirst du die Teile eigentlich dann täglich raushauen oder alle 2 Tage? Ich hätte gedacht täglich. Warum? Echt? Warum, wenn wir jetzt 7 Folgen aufgenommen haben? Und selbst... Ja, und, auch, nein, ich muss... Ja, dein Guide mache ich dann auch täglich. Aber... Ich muss ja nicht am Samstag und Sonntag die Teile raushauen, da kann ich dann irgendwas Ersatzmäßiges, wir haben ja CSGO und schlag mich tot noch. Minecraft Arsch ist übrigens jetzt dann bald vorbei, ich glaube, es geht bis Folge 23. Heute ist 22 rausgekommen, ich muss übrigens noch ein Thumbnail dafür machen, ich hatte keine Zeit heute. Bin heimgekommen, hab mich hingelegt, hui, und hab mal ein Stündchen, 1,5 Stündchen gepennt. Schlafentzug ist geil. 4 Stunden Schlaf rein, locker. Ich hatte 5 knapp. Hab gestern auch exzessiv gelernt. Bin heimgekommen. Weeper schreibt, er weiß nicht, warum alle so, Rogue One so hypen. Ich find's auch. Also, was ich jetzt vergessen habe zu sagen, Sandro, er spielt zwischen dem dritten Teil. Jetzt episodisch gesehen, den dritten und den vierten Teil. Ja. Boah, das steige ich. Da komme ich hier mit. Da steige ich aus. Wie Inception. So. Ach, ja, keine Ahnung. Das soll doch irgendwie so eine neue und Frau mitspielen, es erzählt, die ziemlich gehypt wird. Genau, es erzählt die Geschichte, wie die Rebellen an die Pläne des Todessterns gekommen sind. Sprich, man hat wieder eine. Leia hat sich ganz tief gebückt. Und Chewie ist gekommen. Chewie.
Kennst du das Bild? Da sieht man. Chewie fliegt jetzt solo. Ja. Kennst du das Bild? Da sieht man, wie Han Solo durch die Tür kommt und Chewie so voll begeistert guckt, weil er wieder lebt. Und dann sieht man, wie der Finn so die Maske abnimmt und sagt: April, April. Nee. Ja. Wow. Schon fies. Sie sind ein verdammter Wookie-Treiber. Und dann schlägt er die Prinzessin ins Gesicht und sagt: Sie dürfen das nicht sagen, nur wir dürfen das sagen. Das war bei South Park. Also, Reaper meint, er checkt den Trailer nicht. Trailer. Das Imperium baut die Superwaffe Todesstern. Es gibt einen Plan. Von der Schwachstelle. Wir wissen alle, was das ist. Ein scheiß Lüftungsschacht. Wer baut im Weltall einen Lüftungsschacht? Nach draußen. Was? Das fand ich sowieso so geil im vierten Teil. Ja, ich bin der Architekt. Was haben wir im Weltall? Vakuum. Wir brauchen ein bisschen Frischluft. Machen wir mal einen Lüftungsschacht hin. Der führt direkt zum Zentralkern. Ja, okay. Kurzen Break, hast du schon mal Max einen neuen Steam-Namen gelesen? Welchen Max? Achso, ich weiß, er heißt Tukus Tukus, Trademark. Das Bild habe ich ihm empfohlen. Segel sind fertig. Scheiß die Wand an, schau sie dir an. Die sind geil. Zwar nicht, wahrscheinlich nicht alle symmetrisch, aber sehen richtig aus. Das hat mein Arm gerettet. Tukus Tacos. Hey, warum habe ich nicht deinen Abend gerettet mit Minecraft? So, und du wolltest was auf den Platz vor der Kirche bauen? Vor der Eimutter? Einen Brunnen. Wie groß? Also ziemlich weit hinten. In der Mitte? Ja. So à la Stachus in München? Ja, zum Beispiel. Ja, hätte ich mir auch gedacht. Also rund. Nee, dreieckig. Okay. Wie wär's mit Trapez? Oder zwei gespiegelte Trapeze an der kürzeren Seite. Oder an der längeren Seite. Dann ist es ein Sechseck. Das ist es. Warte, ich muss kurz nachzählen. Ja, Sechseck. Oder ein Achteck, Oktagon. Das Schiff sieht jetzt irgendwie authentisch aus. Ich weiß auch nicht warum. Könnte daran liegen, dass ich geil bin. Jetzt habe ich irgendwas weggeschmissen. Okay. Gut, wir haben noch 8 Minuten. Was mache ich in der Zeit? Hast du noch irgendwas Wichtiges bei dir im Inventar gehabt, als du disconnected bist? Vielleicht könnte ich jetzt noch irgendwas fertig bauen. Für dich. Nee, war fast leer, bis auf ein paar. Brauchst du noch irgendwas? Ich sehe hier ME Access Terminal. Okay, was macht das Access Terminal? Was macht es? Ich brauche noch ME Drive. Kannst du noch machen. Wie schreibt man das? ME Drive. ME Driver. Okay. Autofahrer. Da braucht man ME Basic Prozessor, Silikon. Normal müsste ich noch alles haben im Project Table und in der Holzkiste nebenan. Okay, was brauche ich dafür? Ich lege erstmal meine Wolle ab. Wolle ist jetzt fertig. Wollprojekt abgeschlossen. Schafe müssen nicht mehr nackig gemacht werden. Ich finde, das Schiff sieht voll geil aus jetzt. Sieht mit den Segeln jetzt sieht mit den Segeln, die jetzt auch ein bisschen runterhängen, nicht mehr so weit aus. Vor allem jetzt auch mit deinem, wie nennt man es, Takelage? Oder wie heißen die Seile, die nach oben zum Ding befestigt werden? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ist es ein bisschen bedrückender, nicht mehr so offen und sieht es auch aus wie ein Schiff. Reaper 01 schreibt, ich weiß, wie sie an die Pläne gekommen sind. Chewie hat einmal einen fahren lassen und alle Sturmtruppen sind umgefallen. So. Aber nicht gewaschen. Solo auch nicht. So. Hab ich alles? Ich habe noch Steak und Karotten. So. Lea hat sich hochgefickt, schreibt Reaper. Alles klar. Alter, gefickt ist nicht vom Nightbot zensiert. Das ist echt schlimm. Da müsste man sofort Erdogan befragen, ob das Diskriminierung ist. Das ist in der Beleidigung, was zensiert. Ja.
Es ist eine Tatsache, deswegen wurde es nicht zensiert, oder was? Ja, genau. So, also ME... Wie hieß es? ME Fick mich Drive. Okay. Glas. Glas habe ich. Iron Ingots. Auch nicht schwer. Habe ich. Das ist so. Was noch? Eine Kiste. Eine Kiste. Im Enderbeutel ist noch Holz dran. Ja, aber das ist, egal. Ich nehme Eichenholz dafür, wenn es geht. Oben ist aber kein Holz mehr. Echt? Es gibt keins mehr in der Fabrik. Ah, weißt du, wo das ist? Ich hab's im Beutel gehabt. Warte, ich leg's mal in den zurück. So. Neben dem weißen Pouch, im Ender-Pouch, ist jetzt nochmal ein Bag. Also, okay. Noch mehr. Und da ist, ich zähl mal die Stacks. 3, 6, 9, 12. 12 mal Eiche und 6 mal knapp 6 Spruce. Muss reichen. Rohholz, wohlgemerkt. Lea hat sich richtig hochgefickt, aber ja. So, hier. Ich mach mal 5 Chests, oder? Wie viel von den Dingern bist du? Eins nur? Nur ein Drive. Ja. Redstone Golden Dinger hast du noch. Oh, du hast sogar noch 3 davon. Wo sind die goldenen? Ich glaube, die goldenen habe ich schon ein paar weiterverarbeitet zu den. Wie erstellt man die nochmal? Redstone links rein und dann nur noch Gold Ingots links rein. Was? Nee, muss keine mehr machen. Die müssen reichen. Ah, da, 7 Stück. Okay. Okay. Das Silikon hast du auch da drin. Boah. Ja. Rainbow Six Siege, 40% Rabatt. Was? 40? Mhm. Wie viel kostet es? 60 dann, 40? 40. Ja, wow. Ist auch noch zu viel. Wenn es 30 kostet. Ich? Wäre schon geil, aber zu zweit, das müssen wir zu fünft spielen. Ich frag mal Max. Der hat Geld auf dem Konto, der hat ja auch letztens gearbeitet. So, warte. Iron. Zack, zack, zack. Shapecrafting. Irgendwas stimmt hier nicht, warte. Bis zum Montag. Army Basic Advanced. Achso, du hast Advanced da drin. Ich hab mega Lust auf das Spiel. Ja, ich auch irgendwie ein bisschen. So, wie waren die? Silikon, was war? Silikon, das, okay. So. Ab wenn wir Max noch dabei haben, müsst noch fragen. Hast du noch einen? Also du willst nur einen Drive? Oder ich kann auch 2 herstellen. Nee, 1. Okay. Okay, gut. Eine dahin. Ja, ich habe einen. Das war nicht schwer. So. Lege ich auch noch hier rein. Hab ihn fertig. Was sagt die Uhr? Fast 20 Minuten. Perfekt. So, Sandro ist ja nicht mehr auf dem Server. Okay. Hm? Würdest du mit mir... Willst du in der nächsten Aufnahmesession Minecraft? Nächste Woche irgendwann? Oder? Ist mir eigentlich egal. Willst du das fertig bauen? Also sprich mit dem ME-Drive und den ganzen anderen ME-Sachen? Morgen oder wann? Nee, morgen hast du ja keine Zeit. Wann bist du? Nächste Woche. Ich hab nicht zugehört. Sorry. Nächste Woche. Du bist gerade wieder beschäftigt, oder? Ja, oder machen wir halt dein Gleit sowas. Ja, da können wir. Also nächste Woche können wir ruhig dein Gleit machen. Wir müssen ja nicht jeden Tag Minecraft raushauen. Ich kann ja auch abwechseln mit dein Gleit. Dein Gleit haben wir 60 fucking Folgen. 19 sind erst draußen. 65, glaube ich, sogar schon. Aber ich musste nochmal rendern, weil die Festplatte abgeschmiert war. Das war geil. Mach einen PC an. Es werden nur 3 Festplatten angezeigt von 4. Denk mir schon, cool. Der braucht 3-mal so lang zum Hochfahren als sonst. Mach Windows-Zeichen E.
fehlt eine komplette Festplatte. Denke ich mir, geil, hat wieder einen Wackelkontakt. Von wegen Wackelkontakt, ist voll im Arsch gewesen, das Ding. Hat schönes Klickgeräusch gemacht, und zwar so ein Klick, 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 Klick. Und dann hat sie sich selbst abgeschalten, damit es nicht weiter kaputt geht. Weil der Schreib- und selbstständig zerlegt. Nein, die war 4 Jahre alt, von 2012 war die. Von Seagate. Ich empfehle euch Western Digital, die halten wesentlich länger. Ich habe jetzt schon seit 6 Jahren eine Western Digital, die hat bis jetzt keine Probleme. Gut, das war's. Jetzt nochmal Schleichwerbung für WD gemacht. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Das Schiff ist obenrum soweit fertig. Vielleicht kann man noch ein paar Kleinigkeiten auf Deck. Aber es sieht schon mal gut aus. Sieht gut aus. Vielleicht können wir aufs Schiff schon mal ein paar Villager spawnen. Das sind dann unsere. Achso, ja, jetzt wenn wir noch bauen. Stimmt. Aber wir können einen Golem unten reinstellen. Das spawnt nichts. Ich hab das so ausgelöscht, dass er nichts spawnt. Unten im Unterdeck. Golem ist draufstellen. Unten im Unterdeck fehlen auf jeden Fall noch Schaukisten bzw. Ladung. Muss ja irgendwas geladen haben, das Ding. Also, wie kann man es am besten darstellen? Wie kann man am besten. Einfach unten Kisten reinstellen oder was? Nee. So Boxen. Ich weiß es nicht, die werden die Strohballen gut besen. Nee, was hältst du von einer 2 auf 2 Holz und dann außenrum Metall Ringe oder diese Metallstäbchen außenrum bauen, damit es aussieht wie eine mal lieber Falltüren. Können wir auch machen. Müssen wir schauen, was besser aussieht. Kommt auch aufs Texture Pack an letzten Endes. Gut. Und ansonsten noch die Kapitänskajüte fertig machen und noch die Schlafkojen. Kann man hier Hängematten bauen? Oder irgendwie darstellen? Oder machen wir so 2 Stockbetten immer übereinander? Ja, auch was so. Können wir so machen. Gut, das wär's für das. Ich hätte auch gesagt, hier bei der Kirche, ich zeig's noch ganz kurz auf dem Server, hier habe ich mir überlegt, dass wir den Weg, der hier hinter zu unserem kleinen See, zu unserem kleinen Teich, der zum Gedenkbaum, Opferbaum führt, wie auch immer, dass wir den nochmal kurz abreißen und den ein Stückchen näher zur Kathedrale hinbauen, weil ich bei der Kathedrale hier eine Überdachung machen will, die so 8 Blöcke rausragt, damit, und weil der Weg so weit rechts ist, müsste man die Überdachung hier noch ein bisschen weitermachen, deswegen will ich die Überdachung nicht so breit, dafür den Weg ein bisschen weiter nach links versetzen. Und dann, dass man hier unter der Überdachung am Weg entlang läuft und dann hier irgendwann rechts abzweigt zum Teich und dann hier weiterhin an der Überdachung an der Kathedrale entlang gehen kann zum Creeper und dann kommen wir schon zum Weizenfeld. Geilo. Ach ja, Weizenfeld, kurze Frage. Ja. Die müssen wir auch heute machen. Ja, die Seeds. Ich könnte jetzt kurz offscreen. Könnte ich nochmal kurz unser Weizenkamilli anbauen für neue Seeds? Soll ich das machen? Gut, das mache ich jetzt noch im Livestream. Der läuft natürlich noch ein bisschen weiter. Ihr könnt dann nächste Woche wieder einschalten, wenn wir wieder streamen am Freitagabend auf jeden Fall, oder? Freitag oder Samstagabend, kommt dann drauf an. Richtig. Kommt dann drauf an, ob Sandro Zeit hat oder nicht. Dying Light, nächste Woche, würde ich sagen. Dying Light, ich hätte mal wieder Bock, so Zombies richtig schön in die Fresse zu kicken. Bis dann. Alles klar. Ciao, Leute. Sag deinen Satz, Sandro. Wiederschauen, reingehauen.